Hallo und willkommen zurück bei Tacheles. Liebe Zuschauer, heute gibt es eine Spezialsendung. Wir haben es schon angekündigt. Thomas war bei uns in der langen Wahlnacht zur US-Wahlberichterstattung dabei. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute keine normale Tacheles-Sendung, sondern nehmen die Ausschnitte aus dieser Sendung für die Tacheles-Sendung. Und anschließend spreche ich mit Thomas eben noch über seine Einschätzung jetzt, was denn das Ergebnis bedeutet. Und das gibt's jetzt in der neuesten Tacheles-Ausgabe. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Jetzt geht's los. Ich lasse euch jetzt mal kurz alleine gerne rauchen und ihr macht hier mal eine kurze... Komm eben zu mir ins Büro, hier kannst du rauchen. Okay. Mir im Büro kannst du alles klar, okidoki. Also, ja, ich komm mal rum, genau. Wir gehen in die Ansicht, Frank, du darfst gerne jetzt mal eine rauchen gehen. Ja. Und Thomas, wir sind jetzt also, ja, grüß dich bei der neuesten Tacheles-Ausgabe. Freut mich, dass du Zeit hast, heute für uns da in dieser besonderen Stunde da noch deine Expertise mit raushängen zu lassen. Raushängen zu lassen. Häng dich hier mit uns auf. Also den haben wir ja vorhin gerade schon mal so kurz angerissen. Das ist dieser 5. November, wenn sich die Russen quasi mit neuer Kraft und gut erholt in die US-Wahlen reinschmeißen. Haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Oder magst du da nochmal einen Satz dazu sagen? Ja gut, das ist einfach, das hatten wir vorhin am Anfang schon die erste Frage von Frank. Es ist einfach für die Russen, die Wahl sehen. Den Russen ist es wirklich egal, wer gewinnt. Sie erwarten von Trump nichts Gutes wirklich, weil in der ersten Präsidentschaft hat er nichts Vernünftiges gemacht für die Russen, außer schöner Worte. Er würde gerne, ist nichts passiert. Er hat mehr Sanktionen verhängt als Obama vorher. Und jeder Versuch, sich mit Russland einzulassen, wurde torpediert. Weiß also keiner, ob er es eigentlich wirklich wollte. In jedem Fall getan hat das nicht. Mhm. So, und von daher die Russen, auch wenn man jetzt sieht, was Trump ankündigt an Politik, das ist nichts, wo die Russen sagen, das finden wir gut. Also den Russen ist es tatsächlich egal. Es ist wurscht. Für Russland ist beides schlecht. Von beiden erwarten sie nichts Gutes und damit sitzen die Russen wirklich mit Popcorn da und gucken sich die Show an, die Amerikaner abziehen. Und ich habe einfach, weil es tatsächlich wirklich nichts zu schreiben gab am Montag, es kam einfach nichts mehr. Es ist jetzt alles, die ganze Welt steht still und wartet auf die Wahlen. Habe ich dann eben für Dienstagmorgen diesen Artikel reingestellt, wo ich mal ein paar Witze gezeigt habe. Das russische Internet ist voll mit Witzen, wo die Russen sich einfach kaputt lachen über die Wahl. Also ich finde zum Beispiel auch toll die ganze Geschichte mit der Geschichte, die Russen würden sich einmischen in den USA in die Wahlen. Und dann hat Putin ja zuerst gesagt, er unterstützt Biden. Dann haben sie Biden weggenommen, dann wurde er gefragt, wen er jetzt unterstützt. Dann hat Putin gesagt, naja, Biden hat ja seine Unterstützer aufgefordert, Harris zu unterstützen, dann machen wir das auch. Und dann gibt es eben in Russland schon den Spruch nach dem Motto, die Amerikaner haben jetzt die Wahl zwischen dem Kreml-Agenten Trump, weil die Demokraten den ja als Kreml-Agenten darstellen, und Putins Favoritin Harris. Also die Russen machen da nur noch, die lachen sich nur noch kaputt, wenn du da den Artikel runterscrollst. Es ist wirklich so, die Russen, für die ist es alles nur eine Lachnummer. Sie erwarten jetzt nichts Gutes, sie wissen, die Sache ist ernst, aber wie die Amerikaner das abziehen, die ganze Wahl, wie das da abläuft, ist für die Russen einfach ja. Was sagt er mit der grünen Tasse da, dieser schmucke Russe? Steht da drüber. Und was ist da nun bei denen? Wen haben wir für die gewählt? Okay, ich verstehe, ja, okay. Ja? Der 4. November ist Feiertag und damit sich alle im 5., okay, das haben wir schon, ja, wunderbar, okay. Okay, was ist das? Als erstes hätte man die Post und das Telegrafenamt unter Kontrolle bringen müssen. Hä? Also Lenin erklärt Trump, wie man so einen Putsch wirklich macht. Nicht einfach ein paar Leute ins Kapitol schicken. Das musst du organisieren. Jetzt check ich's, ja. Okay, jetzt habe ich Lenin erst erkannt. Also, ja, also es ist, ne? Wenn was ist, wende dich an das ukrainische Verfassungsgericht. Da sitzen meine Leute, die helfen dir. What? Genau. What? Chaos pur. Die Russen finden es nur noch lustig. Die verarschen da alles. Und das ist aber auch eine geile. Rostov am Don. Da ist ja hingeflohen, darfst du nicht vergessen. Nach dem Maidan ist ja der ukrainische Präsident Janukowitsch am Ende nach Rostov geflohen. Ja. Nach Rostov am Don? Jetzt steht da. Ja, da ist der, das war seine erste Station. Mhm. Da ist er dann hingeflohen. Nachdem Steinmeier ihn verarscht hat. Genau. macht es so, wie wir das sagen, dann ist es super. Ja, wir garantieren, da passiert nichts. Ja. Okay, also, lass uns diese Satire beenden. Gehen wir zu einem anderen wichtigen Thema, das wir in den letzten Wochen auch schon wirklich ja, lang und breit angeteasert haben. Und es ging ja um Moldawien und wie sehr die
westlichen Mächte da jetzt hier ihre Finger im Spiel haben. Und es ist tatsächlich so gekommen, wie du es in der letzten Tacheles-Sendung gesagt hast. Die Wahl hätte eigentlich der moldawische Präsident gewonnen, Nein, Stoyanoglo nicht heißt er. Präsident. Nee, 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 nee. Der Herausforderer. Konkurrent, nicht Der Präsident. Herausforderer. Der Konkurrent, ich habe jetzt, das, Ja, die beiden Worte standen André. untereinander, deswegen. Also, Klingt ja alles gleich. der Herausforderer von der amtierenden Präsidentin Sandu hat im Land die meisten Stimmen geholt, aber, und das war deine Analyse eben vor 2 Wochen, die im Ausland leben, Moldawier, die generell weniger gut auf die moldawische Regierung zu sprechen sind, warum sie vielleicht auch im Ausland leben, die haben dann das Nee, 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 quasi. nee, 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 das ist so nicht. Also, Moldawien bettelarm, ungefähr die Hälfte des Landes, die Hälfte der Auswanderer ist nach Russland gegangen. Moldawien hat ja unglaublich viel Russischsprachige, ne? Ist ja alles so. Und die andere Hälfte ist in der EU, im Westen. Genau. Und die waren So. das Zünglein an der Waage, weil, Weil das die kommt im jetzt Westen gleich noch, gehen, genau, ja. die im Westen gehen, finden den Westen toll und die haben für den Westen, also für Sandu gestimmt. Ja. Und damit das auch klappt, gab es für die 400, 500.000 Moldawier, die in Russland wohnen, ganze 2 Wahllokale mit 10.000 Stimmzetteln. Weißt du, wie viele da insgesamt doch abstimmen konnten? Eigentlich einfach verschwindend wenig einfach, Ja, es oder? ist zu wenig. Ja. Aber du kannst im Artikel zum Beispiel, wenn du runterscrollst, oder ich kann auch selber mal gucken eben, Habe ich? du siehst, wo ist das hier? Da gibt es einen Link, Gagausien steht da. Ja, Gagausien, das ist nur ein Hinweis, das ist eine sehr interessante Region. Wer darüber was erfahren will, kannst du da lesen. Okay. Aber in dem Absatz ist es. Also wer jetzt, ne, überlegen will, was wohl passiert wäre mit der Wahl, wenn die in Russland lebenden Exil-Moldawier auch hätten normal abstimmen können, wenn das nicht verhindert worden wäre. Ja. In Transnistrien, was ja die abtrünnige Republik da ist, da haben 79% für den Konkurrenten gestimmt. Ja, Und in ja. Gagausien, das ist eine moldawische Provinz, die völlig gegen den Westen und pro-russisch ist. Gagausien, da wohnt ein Turkvolk. Gagausien ist Turkvolk, Türken, aber russisch-orthodox. Und die sind total pro-russisch. Und da haben 97% gegen Sandu, also für den Konkurrenten, gestimmt. Und das ist jetzt, ne, keine Propaganda, das sind die offiziellen Zahlen der von Sandu kontrollierten Wahlkommission. Versuch's mal in Zahlen irgendwie greifbar zu machen. Wenn jetzt also die 400.000 Moldawier, die in Russland im Exil leben, hätten abstimmen können, wenn genügend Wahllokale da gewesen wären und so weiter, was dann, was schätzt du dann, wie die Prozentzahl ausgegangen wäre? Auf jeden Fall deutlich in Richtung dem Herausforderer Stoyanoglu. Ja, das wäre dann wahrscheinlich ungefähr so insgesamt so ausgegangen wie eben im Land auch. Ja, also die Verteilung ist ja ungefähr die Hälfte im Westen, die Hälfte in Russland ausgewandert. Und dann hast du das Land selber. Also das wäre wahrscheinlich so ausgegangen wie im Land auch, mit, was ich, 53, 54% für Stoyanoglu. Und so, jetzt ist es so, wie es ist, ne? Es wird im Westen gefeiert. Die Medien, ja, juhu, die proeuropäische Demokratin, die Amtsinhaberin hat gewonnen und wird auch jetzt gleich ein neues Paket geschnürt von der EU, habe ich im Radio gehört. 1,8 Milliarden oder so, gleich mal hier, jawohl, EU ist toll und so weiter. Was heißt das für die Menschen konkret? Ja, nix. Das Problem ist, Moldawien ist bettelarm. Das war das ärmste Land Europas, bis die Ukraine gekommen ist nach dem Maidan. Die hat den Platz dann für sich angenommen. Aber Moldawien hat erstens Landwirtschaft. Niemand in Europa weiß, was moldawische Weine sind. Die Russen wissen es, die lieben die Dinger. Kennen sie, ne, von früher. Auch moldawische Lebensmittel. Die EU ist jetzt mit ihren eigenen Bauern beschäftigt. Das heißt, der Absatzmarkt für Moldawien ist Russland. So, den macht Sandu kaputt, dadurch, dass er sich den Sanktionen anschließt. Das heißt, die ganzen Bauern gehen für die Hunde. Jetzt kommen die westlichen Konzerne um die Ecke, wollen das Land kaufen von den Bauern. Also da kommen die Konzerne wieder ins Spiel. Und das andere ist, dass die Russen, weil sie Moldawier, das sind, wie gesagt, da wohnen ja viele ethnische Russen, sehr als ihre Brüder ansehen, haben die sehr billig Gas bekommen. Und das hat Sandu auch, ne, wie die deutsche Regierung, abgelehnt. So, Also Sandu hat ja billige damals, Rohstoffe fürs Volk ist schlecht, wenn es aus Russland kommt. ist ganz doof, Sandu hat dann auch gesagt, wir kaufen jetzt unser Gas in Europa. Ist viel besser. Oh, das ist. Ja, toller Plan, kostet das Dreifache und ist am Ende auch das gleiche russische Gas oder jetzt eben amerikanisches Fracking-Gas. Also wurscht, auf jeden Fall, in dem Land hat das dazu geführt, dass das Land zwischendurch eine Inflation von 30% hatte. Das ist schlimmer als in den 90ern.
Also Sandu hat das Land wirtschaftlich richtig ruiniert. Und das ist, wenn ein Land schon kaputt ist, das noch weiter zu ruinieren, ist auch nicht so einfach. Weil Kannst du normalerweise, wenn die ein Land am Boden ist, geht es eigentlich irgendwie mal aufwärts. Personalie Sandu noch mal in ein paar Sätzen skizzieren? Wo kommt die her? Was für eine Ausbildung hat die erlebt? Ist die transatlantisch gebürstet, sagen wir mal so? Ja, völlig. Das, völlig. In Amerika ausgebildet. Ich glaube, Harvard studiert, Harvard sogar studiert. War dann bei der Weltbank, also durch und durch amerikanische Strukturen, auch mit den Soros-Stiftungen in Kontakt, ist dann vor 10 Jahren, 10, 12 Jahren in die moldawische Politik geholt worden als Ministerin. In ihrer Regierungszeit ist der größte Skandal, der Moldawien bis heute beschäftigt, passiert. Irgendwelche Strukturen haben da aus moldawischen Banken 1 Milliarde Dollar geklaut. Das ist für ein Land mit 3 Millionen Einwohnern richtig viel Geld. Und das weg. Das ist noch nie aufgetaucht und aufgeklärt Ja, das worden. ist irgendwie weg. Und jetzt kommt ja der Witz an der Geschichte. Sandu war damals in der Regierung Bildungsministerin. Und als sie Präsidentin war, war ihr Konkurrent, der heutige Stoyan Nanglu, der war Generalstaatsanwalt. Und der hat 2020, 21 in dem Fall ermittelt und sagte: Oh, die Spuren führen ja alle zur damaligen Regierung, wo Sandu Bildungsministerin war. Und dann hat Sandu gesagt, der Mann ist unfähig und korrupt, der wird gefeuert. Dann haben sie den gefeuert, Also den ist quasi Generalstaatsanwalt. Ihr Verfolger jetzt Ihr Konkurrent gewesen. Ja, aber nur der Witz ist jetzt vorher. Sie hat ihn gefeuert wegen Korruption. Daraufhin ist der Mann klagen gegangen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und siehe da, er hat Recht bekommen. Ach was. Sandu hätte ihn also wieder einsetzen müssen. Seine Entlassung war unrechtmäßig. Und er sagt: Sandu, was interessiert mich das Europäische Gericht für Menschenrechte? Das mache ich nicht. Interessiert in deutschen Medien kein Schwein. Ja, will keiner wissen. Naja, und jetzt ist der Mann eben ihr wichtigster Konkurrent im Wahlkampf geworden. Der ist eine schöne Geschichte hinter. Okay. Und die Milliarde ist noch nicht wieder da. Also umgerechnet auf, wie viel sind es? 3 Millionen, oder? Ja, plus minus 1 Million Menschen. Also es ist. Deutschland 90 mal, fast 30 mal so viel. Also auf deutsche Verhältnisse reden wir hier von 25 bis 30 30, Milliarden. ja, 30, irgendeine Bank klaut 30 Milliarden und die Spuren führen zur Regierung. Was soll's? Cum-Ex. Wie würde ich da einen berühmten Wirtschaftsmenschen sagen? Ja, jetzt sind sie halt 9 Milliarden. Ja, Mai ist halt so jetzt, ne? So. Das Geld ist nicht weg, das haben nur andere. Ja. Also das ist, ne, Cum-Ex haben wir in Deutschland auch. Und der Witz ist, da machen die deutschen Medien kein Theater draus. Cum-Ex, eigentlich müssten die Leute da rein, müssten die Medien ganz da rumschreien, tun sie nicht. Ja, kein Wunder, die Banken schalten die Anzeigen. Ja, diejenige, die Chefermittlerin, die Frau Brohilker hieß die, glaube ich, oder heißt die, die hat ja hingeschmissen, weil sie gesagt hat, das ist uferlos. Du kannst als ermittelnde Staatsanwältin, kannst du eigentlich gar nichts machen, weil dir von oben permanent Stöcke in den Weg geschmissen werden. Und es ging insgesamt über 5 Finanzminister, diese Cum-Ex-Geschichte. 5 Finanzminister. Das war noch vorm Eichel. Ich weiß gar nicht mehr, wer da war. Und jeder wusste es eigentlich. Alle wussten das. Und Ja, was war der Schaden schön. insgesamt? 39 Milliarden? Ich glaube Ich weiß schon. es nicht. Ja, okay. Genug Geld. Ja, Genug genau, Geld. ja. Also Selbstbedienungsladen Deutschland, die Politik lässt es zu, die Medien Ja, wollen es ja. nicht wissen und ermittelt werden darf nicht richtig, weil dann immer Steine. Das ist so, Ja. funktioniert, läuft, alles gut. Darum, wieder zurück, ne, die Frage Genau. vorhin, was sind wir? Bestimmt keinen Sozialismus. Deutschland ist kein Sozialismus, Ja. ganz weit weg davon. Thomas. Oligarchie, Plutokratie, so Thomas, viel zwei sind Sachen. wir. Lass uns die Chance nutzen, wenn der Frank gerade nicht da ist, dass wir noch eins weiterhüpfen und rutsch ein bisschen zu deiner Rechten, dass du mehr ins Bild in die Mitte reinrutscht. Wunderbar, jetzt habe ich dich nämlich auch so mittig drin sitzen. Übrigens Also, habe ich heute meine Lampe nicht angemacht, weil ich habe keine Lust, dass ich mir 6 Stunden ins Gesicht blende. das Leben ist halt hart, ne? Das Leben Aber ist schlimm. es geht, es ist alles gut. Du, pass auf, ja, der nächste Schwerpunkt ist natürlich auch wieder an der Peripherie von Russland gelegen. Wir haben auch schon oft über Georgien gesprochen und wie da dieses Gesetz jetzt zur, wie heißt es, nicht Verhinderung von Nichtregierungsorganisationen, halt, du weißt schon, Das dieses N Gesetz gegen ausländische Einmischung. genau, das NGO-Gesetz. Und da ist jetzt auch sehr viel Bewegung drin. Ich glaube aber, dass diese Farbenrevolution, die da geplant war, die zündet nicht so wirklich. Also das ist ja jetzt doch schon 2, 3 Wochen her, die Wahl. Was ist da der neueste Stand? Ja, da kommt noch was. Also ja, zunächst mal hat sie nicht gezündet, das ist richtig. So, am Anfang hat es nicht richtig funktioniert. Aber
Wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt wirklich, das ist sehr spannend, sich das anzugucken, wenn man sich mit Farbrevolution genau beschäftigt hat. Also ich habe, du darfst nicht vergessen, die letzte Farbrevolution, die funktioniert hat, war da mal da. Aber es lernt ja auch die andere Seite dazu. Ja, auch die andere Seite, ob es die Russen, die Weißrussen, jetzt die georgische Regierung, wer auch immer sind, die lernen ja auch dazu. Die gucken sich ja auch an, was gemacht wird, und überlegen sich, wie kann man dagegen vorgehen. Und dann sind die letzten Farbrevolutionen alle gescheitert. Jetzt hat man im Westen dazu gelernt und anscheinend wird es in Georgien noch weitergehen. Also die haben jetzt am 4., also eine Woche nach der Wahl, wieder eine Versammlung vor dem Parlament gehabt. Da waren dann doch schon erstaunlich mehr Leute. Und heute am Dienstag, während wir hier die Wahlsendung machen, war davor auch wieder eine Demo, diesmal vor dem Verfassungsgericht, wo über irgendwelche Eingaben entschieden werden soll bei der Wahl. Und die haben da wohl auch die Polizei wohl ganz gut verarscht. Die Polizei hat das Verfassungsgericht massiv gesichert. Und dann sind die Demonstranten einfach koordiniert losmarschiert und haben die größten Straßen der Stadt verstopft. Da war keine Polizei. Die konnten erstmal machen, was sie wollten, weil die Polizei immer im Gericht stand. Und die sind einfach die Stadt gezogen, die Stadt blockiert teilweise. Also die haben was vor und die geben auch nicht auf. Also nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist der Plan, dass sie die Daumenschrauben anziehen wollen, immer wieder Aktionen, immer wieder stören, immer wieder Aufmerksamkeit, wahrscheinlich auch Eskalation. Und der Stichtag soll der 21. November sein, spätestens, weil dann muss die Wahlkommission das offizielle, endgültige Wahlergebnis amtlich bekannt geben. Und die Opposition sagt, sie wollen Neuwahlen unter westlicher Überwachung, weil ohne Westen geht es nicht, etc. Und das ist deren Ziel. Und sie wollen jetzt also den Druck aufrechterhalten bis zur offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses. Also Also nochmal 2 Wochen, die haben noch ja. nicht aufgegeben. Die haben noch nicht aufgegeben. Da kommt noch was. Das heißt, die nächsten 2 Wochen wird auf jeden Fall das Ganze am Köcheln gehalten und vielleicht auch weiter eskaliert. Denkst du, dass es da ein Aufflammen von Gewalt geben kann? Weil das sind ja dann immer die Bilder, die für ganz besonders viel Empörung sorgen. Wir wissen das vom Maidan, wir wissen das aus den anderen Farbrevolutionen, die es vorher schon gab. Immer dann, wenn Blut fließt, ist ganz besonders schnell irgendwie viel Berichterstattung da und da wird der Druck auch größer, auf die Politiker denn etwas zu fordern. Bis jetzt ist ja noch, bis auf ein paar blaue Augen, glaube ich, nicht viel passiert, Nicht mal oder? das, nicht mal das. Nicht mal Bisher ist gar das. nichts. Bisher ist alles ganz friedlich. Ja, es muss. Also wie gesagt, dadurch, dass so viel Stadt drin, wird sich nichts ändern. Es muss gerade dramatische Bilder geben. Das hat witzigerweise sogar die Präsidentin schon offen gesagt. Die Präsidentin ist ja Französin, pro-westlich, und die wurde bei Reuters im Interview gefragt, ist denn jetzt Gewalt zu erwarten? Und da hat sie gesagt, ja, natürlich, wenn die Regierung das durchzieht, die Wahlfälschung, wenn die uns die Wahl klaut, dann kann ich für das Verhalten der Georgier nicht garantieren. Ach, Ist das ist also schon völlig mal, offen angekündigt. ja. Und jetzt darf man wirklich nicht vergessen, Georgier haben in welcher Form auch immer eine Rolle schon beim Maidan gespielt. Es gibt viele Georgier, die in der Ukraine gegen Russland kämpfen. Und es gibt Meldungen, dass da Spezialisten Georgier aus der Ukraine nach Georgien geschickt wurden. Also ne, harte Jungs, die dann wahrscheinlich Provokationen, man muss ja dann Folgendes machen, muss die Polizei angreifen, damit die Polizei zurückschlägt. Die Genau, westlichen genau. Medien, Kameras schalten sich ein, wenn die Polizei reagiert, die Vorgeschichte wird nicht gezeigt, dann guck mal, die Polizei schießt. Bah, ne? Dass vorher eine Stunde lang auf die Polizei geschossen wurde. Bei Madan haben die um 9 Uhr morgens angefangen, auf die Polizei zu schießen, und irgendwann um 11 hat die Polizei erst Gewehre gekriegt. Aber da um 11 kamen dann die deutschen Medien ins Spiel. Vor 11 nicht. Und da gab es schon tote Also, Polizisten von, ja, mit natürlich. großer Wahrscheinlichkeit von georgischen Scharfschützen getöteten. Leuten aus dem Hotel heraus, Ja, ja. nicht nur das, auch der Maidan selbst hatte Waffen. Auch die Maidan-Leute haben geschossen. Also, wie gesagt, aber das ist eben der Trick. Die deutschen Medien und die westlichen Medien schalten sich erst einmal, wenn die Polizei reagiert. Beim Maidan wurde die Polizei 2 Stunden lang durch die Stadt gejagt, und als sie dann Gewehre gekriegt hat, da haben die deutschen Medien berichtet. Vorher nicht. I never change a running system, weißt du? Ja, Also, wenn klar, es nee. funktioniert, dann macht es doch. Das weiß man doch Kein Mensch. seit Jugoslawien mit Otpor, wie das Ganze. Die haben über 25 Jahre Erfahrung in diesen Dingen. Und das hat Ja, ja auch in natürlich. vielen, vielen Ländern jetzt funktioniert. Also, wenn du die Macht der Medien hast, wenn du keine freie Presse hast, sondern wenn du eine gesteuerte Medienlandschaft hast, die alles in eine Richtung prügelt, dann läuft die Masse nach. Wir haben es gerade drüber gesprochen. Der Mensch passt sich seiner Umgebung an und wird dann eben hier dem Kollektiv nachlaufen. Das ist wieder so, ja. Ja.
Das, wie gesagt, das ist ein erprobtes System. Interessant, dass es die letzten Male Weißrussland und so nicht funktioniert hat, aber Georgien wollen Sie es jetzt wohl wissen, weil Georgien ist wichtig. Georgien ist ganz wichtig für die USA. Es ist ein Land mit direkter Grenze zu Russland. Es ist ein Land, ja, man könnte Russland aber auch moralisch wehtun. Russen und Georgier orthodox, eigentlich mögen die sich gerne. Und es gibt eben den Spaltpilz auch wieder, ne, abtrünnige Regionen, Abchasien, Ossetien, die nie zu Georgien gehören wollten, aber in der Sowjetunion dazugeschlagen wurden. Das ist völlig unwichtig gewesen. Das ist so, als wenn ein Landkreis zu Hessen oder zu Nordrhein-Westfalen gehört. Interessiert kein Mensch. Interessant wird es erst, wenn plötzlich Hessen und Nordrhein-Westfalen zwei unabhängige Staaten werden. So, und das ist da auch passiert. Das gab Bürgerkrieg in den Anfang der 90er, deswegen, und an diesem Ding kann man zündeln. Man kann so, die USA würden es nicht blöde finden, wenn die Georgier eine zweite Front aufmachen und die Russen noch mal woanders beschäftigen. Ja, weil Was die ja Russen seit sind in Ukraine beschäftigt. 2008 passiert, letztendlich auch, ja. Naja, 2008 nochmal. Also, da kann man jetzt nicht wissen, ob es stimmt, aber zum Beispiel der Ehrenvorsitzende der georgischen Regierungspartei, der Parteigründer, der hat zum Beispiel gesagt, im Gespräch hätten ihm amerikanische Diplomaten gesagt, sie wollen, dass Georgien eine zweite Front aufmacht. Da hat er ihnen gesagt, Leute, euch ist doch klar, dass wir uns nur 3, 4 Tage halten können. Was soll das? Und da sollen ihm die Amerikaner geantwortet haben, das ist unwichtig. Danach könnt ihr als Partisanen weitermachen. Es geht um das große Ganze. Ja, also gut, muss nicht stimmen, die Geschichte, aber sie, in jedem Fall sagt sie schön aus, was die Amerikaner tatsächlich wollen. Für die Amerikaner wäre das toll, wenn die Russen viel Ressourcen einsetzen müssten, um Georgien in einen Partisanenkrieg zu halten. Super. Für die Amerikaner ein Lottogewinn. Du, Eine weil unser weitere Schwäche Kollege für Russland. Höfer anscheinend eine kubanische Zigarre gerade raucht, weil er so lang weg ist, lass uns die Gunst der Stunde nützen und gleich noch hier zu dem nächsten Artikel hüpfen, nämlich hier Schwerpunkt Ukraine, ganz große Aufregung. Kim Jong-un, Kim Jong-il, wie heißt er jetzt? Da komme ich Kim bei Jong-un. Kim Jong-un, gell? Bei den Kims komme ich immer durcheinander. Vater und Opa und jetzt der Enkel. Also, angeblich sind da jetzt 13.000 schwer bewaffnete, hochausgebildete nordkoreanische Spezialkräfte in der Ukraine mit am Einsatz und die westliche Presse überschlägt sich diesbezüglich. Ich frage mich dann einfach nur, das kam neulich auch mal in einem Interview, bei den Russen kämpfen 600.000, 700.000, bei den Ukrainern auch ungefähr. Was machen 10.000 aus in Relation? Also es sind zwei Brigaden, a 5.000, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Warum die große Aufregung und was ist überhaupt dran an dieser Nummer? Kommen wir gleich drauf. Ich hätte wahnsinnig Lust, mal nach Nordkorea zu fahren. Als Eisenbahnfan, oder? Nee. Du weißt, worauf ich Das Land, hinaus das Land, möchte, das ja. Land. Ja, bla, ich weiß. Nein, das ist eine Sache, die kommt bei euch in Deutschland auch nicht. Nordkorea ist seit Februar 2024 für russische Touristen auf. Und es kommen jetzt immer mehr Blogger in Russland raus, die in Nordkorea waren und begeistert sind. Sauber, ordentlich, super Essen, tolle Restaurants, schickes Land, freundliche Menschen. Also völlig anders, als die Medien uns das erzählen. Ist es dann hotspot-mäßig in Metropolen und der Rest ist irgendwie immer noch brachliegend, so wie in China am Anfang, als sie angefangen haben in den Ja, 90er natürlich. Jahren? Also sicher. Du kannst dich auch noch nicht wirklich frei bewegen. Also ne, die sagen, du fliegst von Vladivostok, also eine Tour kostet 700 Euro. Von Vladivostok nach Nordkorea mit dem Flugzeug. Und die sagen, also an der Grenze kein Problem. Auch Handys, alles, Computer darfst du alles behalten. Was du nicht haben darfst, ist ausländische Literatur über Nordkorea und noch irgendwas. No, aber sonst, also das Handy, Computer darfst du alles behalten. Guckt auch keiner rein. Gepäck, sagt die, wird stichprobenweise wie überall kontrolliert, nichts Besonderes. So, allerdings natürlich, das ist noch so, das sind noch alles geführte Touren, also sie rennen auch durch die Stadt, sie kommen auch mit den Leuten in Kontakt, aber das Hotel dürfen sie nur zusammen mit dem Reiseführer verlassen, du kannst also nicht mal alleine abends rausgehen, das darfst du noch nicht. Aber was die Leute erzählen, auch aus den Hotels, das muss ziemlich, ziemlich witzig sein. Also auch die Bilder, also es ist, die eine schrieb, wir gehen da durch die Straßen und wir filmen die Nordkoreaner. Und die filmen uns, weil die noch nicht an Ausländer gewöhnt sind. Das heißt, wir stehen da voneinander und filmen uns gegenseitig, so die Das Nordkoreaner. ist Also, skurril. aber das soll alles sehr, also ich will da wirklich mal hin. Ich werde mich da jetzt, wenn ich die Gelegenheit habe, ich will mich darum kümmern, ich will das mal sehen. Ja.
Weil das ist offensichtlich auch wieder so, also da hat der kleine dicke Kim offensichtlich einen richtig guten Job gemacht. Naja, Der hat das dann also wirklich nach vorne gebracht. ja, aber trotzdem, wenn du einen Aufpasser brauchst, wenn dann eine Touri-Gruppe durchgeht, damit Ich man sage ja nicht, dass alles ideal ist, aber es dann. ist nicht so, wie im Westen verkauft wird, die hungern, hängen am Baum, haben nichts zu fressen und so weiter. Auch was im Westen erzählt wird, dass da jeden Samstag noch in Veranstaltungen sind, jeder muss da zwangsweise 6 Stunden zur Parteischule, ist alles vorbei. Da hat sich ganz viel geändert. Ich sage ja nicht, dass das das Paradies auf Erden ist. Aber ich will mal sehen, wie es wirklich ist, weil das, was uns erzählt wird, stimmt definitiv nicht mehr. Also, ein Land, das vor kurzem noch gehungert hat, heute rennen die alle mit Smartphones rum und die haben also gute Restaurants. Es gibt eine Bloggerin aus Russland, habe ich dir mal erzählt, die studiert in Nordkorea und die hat die offizielle Erlaubnis bekommen, von da aus Instagram und Telegram zu machen, international. Die hat also einen Zugang zum, ist ja auch noch Intranet, du kannst ja nicht einfach da ins internationale Internet rein. Die kann das und die berichtet, es ist toll, was die postet, ist interessant. Ne? Eben Impressionen aus dem Supermarkt, wie die leben. So, es ist also wirklich schon recht normal. Also das nochmal als erstes. Und das zweite ist übrigens, die russischen Touristen erzählen, witzig ist der Rückflug. Auf dem Rückflug sind die ganzen Flugzeuge dicht gedrängt mit Nordkorea, Mann. Die Die alle nach Russland zum Shoppen fliegen. zum Shoppen. Ja, die gehen nach Russland einkaufen. Ist da Visapflicht zwischen Russland Ja, für sich und nicht, aber Ukraine? die werden ja vergeben, die Visa. Also das heißt, Nordkoreaner, die Flüge sind angeblich voll, fliegen nach Vladivostok und machen dann, was ich, was die in Russland machen. Okay. ja, also das muss einfach völlig anders sein, als man uns erzählt. Ich bin da sehr neugierig drauf. Ja, bin ich auch gespannt, wie du da hinkommst. Willst du Aber mit? ich finde das Willst du natürlich mit? schon, ich fliege nicht nach Nordkorea. Ich fliege nirgendwo hin, weil ich Flugangst habe. Du bist Pilot, Mensch. Ja, und deswegen bin ich es auch nicht mehr. Schlaumeier, das habt ihr doch schon 100 Mal erzählt. Ich mache nicht mal eine Ballonfahrt, die ich geschenkt gekriegt habe. Das wird immer Oh, das schlimmer. wird toll. Habe ich mal Ja. gemacht. Das ist ganz toll. Ballonfahrt ist Nee, so toll. ich fahre Bus. Das wird schwierig bis Vladivostok. Aber Jetzt transsibirische, 14 Tage. noch Transsibirische mal Atemwacht. zu Korea. Ja. Das ist schon ein bisschen seltsam, wenn man dann diese Generäle sieht. Ich weiß nicht, ob ich dir das Foto neulich gezeigt habe. Ja, Dieses, mit die, Orden bis mit, zum Knie und so. die, 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 die hatten auf ihrer Uniform keinen Platz mehr vorne. Dann haben sie die Ärmel voll gehabt und da war auch kein Platz mehr drauf. Dann haben sie schon die Oberschenkel, haben sie mit Orden behangen. Das sieht dann irgendwie aus wie bei Loriot. Früher war mehr Lametta, weißt du so, ja. Ja, Und da denke ich natürlich. mir Es dann ist auch, das eine Bild und das andere Bild, was ich noch so im Kopf habe, ist diese gottgleiche Verehrung von dem Führer. Ich habe dir das Bild, glaube ich, schon mal erzählt, wie er auf so einem kleinen Patrouillenboot steht, vorne an, ja, ich weiß, und ja. die fahren rückwärts weg mit dem Boot und die ganzen Soldaten, die hohen Offiziere am Strand laufen hinterher, bis sie fast bis zum Hals im Wasser stehen und heulen dem Führer nach. Weißt du, so diese gottgleiche Verehrung. Und da frage ich mich, ist es ein Ergebnis von jahrzehntelanger Gehirnwäsche oder ist es wirklich authentisch, weil die denken, der macht das Beste für uns, Landespapi Ist und so, beides. weißt Ist beides. Ist natürlich die Gehirnwäsche im Ergebnis, denken Sie, der macht das Beste für uns. Und zumindest die letzten Jahre, wie das dann zu Wohlstand gekommen ist, zeigen, also ne, die letzten Jahren haben Sie auch Grund, wenn man sieht, wo sich das Land hin entwickelt. Wie gesagt, da ist noch einmal ganz viel, wo ich wahrscheinlich nicht leben möchte. Aber unterm Strich scheint es sich zumindest mal wirtschaftlich, was das Leben der Menschen angeht, sehr zu entwickeln. Also es ist schon verrückt. Egal, wir wollten ja eigentlich reden über die nordkoreanischen Soldaten. Das war eigentlich das Thema. Und da kann ich nur eins sagen, das Thema wird aufgeblasen, unabhängig, also die sind übrigens wahrscheinlich wirklich da, ne? Die gibt es, das ist keine Propaganda. Ungefähr eine Putin Zahl, hat gibt's irgendwas Offizielles? So. nee, das gibt nur die westlichen Behauptungen, 10.000, 12.000, aber Putin wurde gefragt. Bei der Pressekonferenz nach dem BRICS-Gipfel hat irgendein Journalist gesagt, Herr Putin, sag mal, da ist doch, da die Amerikaner sagen, sie haben Satellitenbilder, die zeigen nordkoreanische Soldaten in Russland, die dann nach Ukraine und so und ne, wo, was können. Sagt Putin, ja, wieso? Satellitenbilder, wenn die was zeigen, dann spiegeln die ja irgendwas wider. Ne? Also, Dementi klingt anders. Das heißt, machst du den Alster auf oder was trinkst du da? Ich trinke jetzt einen Gösser. Was ist ein Bierchen? Das ist ein Radler. Das muss ich mir auch gleich Wir probieren, machen wenn ja ich da bin. heute Nachtschicht und da muss dann schon mal kurz mal was rein. Aber lass dich Ja, nicht dann muss ich, aufhalten. Lass dich nicht wenn aufhalten. der Höfer wieder da ist, gehe ich mal zu meinem Kühlschrank. Weil ich habe mir extra, ich habe ja normalerweise keinen Alkohol im Haus,
weil ich nur mit Kumpels trinke, wenn ich Party habe. Alleine saufe ich nicht. Aber ich habe mir extra für diese Sendung, weil ich ja virtuell mit Kumpels zusammensitze heute, habe ich mir Papierflaschen besorgt. Sehr gut, die brauchen wir heute auch noch. Wir sind Ja, immer das noch, wird auch, ja, ich wir mache sind mir auch immer noch im die Shisha dann Warm-up, an. ja. Ich mache meine Shisha auch noch an, das wird lustig. Also, der Punkt ist folgender, worum geht es jetzt? Ernsthaft werden. Das Bündnis, ich habe das sofort geschrieben, nicht weil ich so schlau bin, sondern weil das relativ offensichtlich ist. Als Nordkorea und Russland haben ja vor kurzem einen umfassenden Partnerschaftsvertrag geschlossen. Und dieser Partnerschaftsvertrag ist wirklich umfassend und er sieht auch eine Beistandsklausel vor. Übrigens eine Beistandsklausel, die wesentlich umfassender ist als Artikel 5 der NATO. Artikel 5 der NATO sagt ja nur, ja, also wenn ein Land angegriffen ist, dann muss jeder im Rahmen seines Wunsches und seiner Möglichkeiten irgendwie helfen, so nach dem Motto, musst nicht, kannst aber oder wie auch immer. Das muss man lesen. Ist nicht allzu verpflichtend. In dem russisch-nordkoreanischen Vertrag steht drin, man hilft sich. Ende. So. Und da habe ich schon gesagt, oh, das ist jetzt ernst, weil das würde bedeuten, dass Südkorea jetzt auch Russland als Gegner sieht. Das heißt, Südkorea wird im Ergebnis dichter in den Westen gedrängt. Und Südkorea hat auch eine nicht unwichtige Granatenproduktion und nicht unwichtige Reserve. Die Amerikaner versuchen ja seit 2,5 Jahren Südkorea dazu zu kriegen, Granaten nach Kiew zu schicken. Die Südkoreaner wollen nicht. Noch nicht. Ja, sie haben indirekt. Also sie haben Ja. dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, wir schicken unsere Granaten Ukraine nicht, aber wir geben sie den USA. Dass die USA die dann weiterreichen oder ne, dass die USA die in ihr Lager leben und dann aus ihrem Lager nach Kiew schicken. Also indirekte Lieferungen sind es schon. Aber seit jetzt diese Meldung durchgeht mit nordkoreanischen Soldaten, gibt es aus Südkorea plötzlich das Gerede, Mama, jetzt müssen wir doch mal drüber nachdenken, ob wir Kiew nicht direkt beliefern. Du siehst auch eine Katze durchs Bild laufen hier. Ich habe keine Halluzination, oder? Eine Katze? Sehr gut, Gott sei Ach, Dank. bei Herrn Ich habe es Höcker. schon gedacht. Du bist noch Eine. Gut. stumm, Frank. Und lass mich das dann ganz kurz zu Ende bringen, das Ding dann. Jetzt ist der Punkt, wie gesagt, du sagtest am Anfang, die 10.000 oder was auch immer da nordkoreanischen Soldaten werden sicher keinen Unterschied machen an der Front. Das ist Ja. egal. Aber nach allem, was man hört, sind das nordkoreanische Spezialeinheiten. Du darfst nicht vergessen, was wir in der Ukraine erleben, ist das erste Beispiel eines wirklich großen Krieges, moderne Armeen im Grunde seit Jahrzehnten. Und Militärexperten, amerikanische Militärexperten haben gerade veröffentlicht, die stärkste Armee der Welt ist aktuell die russische. Gut ausgerüstet, Produktion hinten raus läuft und Erfahrung ohne Ende gesammelt im modernen Krieg. Das heißt, die Koreaner kommen jetzt hier gar nicht, um Russland zu unterstützen, sondern um selber das moderne Kriegshandwerk zu lernen. Im Die scheinen modernen Erfahrung sammeln zu wollen. Gefechtsverbund mit Drohnen und dem ganzen neuen Wahrscheinlich Techniken dürften hier. die auch an der Front rumtoben, um es in echt zu erleben. Und da bleiben auch ein paar Nordkoreaner dann im Kursgebiet liegen. Das gehört dazu. Aber ich vermute, der Punkt ist nicht, dass es darum geht, Russland zu helfen. Der Punkt ist umgekehrt, dass Nordkorea sagt, ich will die Erfahrung. Weil der West macht ja nichts anderes in der Ukraine. Ja. Die westlichen Spezialisten sind ja nicht vom Kaffee trinken da. Ne, es ist ja kein Geheimnis, dass NATO und USA offen sagen, sie lernen an dem, was in der Ukraine passiert. Und Nordkorea wird, das vermute ich, das hat keiner offiziell gesagt. Wie gesagt, es gibt keine offizielle Meldung dazu. Putin hat es nicht dementiert. Also man muss davon ausgehen, dass es stimmt. Meine einzige Erklärung ist nicht, dass die Russen die so dringend brauchen. Meine Erklärung ist, dass die Nordkoreaner Erfahrung sammeln wollen. Die wollen das lernen. Ja, so habe ich es auch aufgeschnappt diese Woche eigentlich, das Argument. Wie ist denn das Also im das ist Moment? der. Die sind ja im Moment in Kursk. Ne? Also Ja, nicht in der Vorsicht, Ukraine. wird berichtet. Sicher wissen wir es nicht. Wird berichtet, ja. Okay. Wie ist denn generell die Situation in Kursk aus russischer Sicht? Nochmal, also das habe ich ja schon mal erzählt, Kursk. Kursk ist militärisch super für die Russen, weil die Ukraine ihre Front verlängert haben und ihre besten Einheiten und die beste Technik nach Kursk geschickt haben. Um der westlichen Presse zu sagen, hurra, wir können noch was, schickt uns Unterstützung, ihr seht, wir reißen was. Darum können sie Kursk gar nicht aufgeben, weil dann, ne, das ist für die ganz wichtig bei der Verhandlung um Waffenhilfe. Aber was die nach Kursk schicken, fehlt im Donbass. Wer jetzt die Meldung sich anguckt, der sieht, die Russen rücken, seit diese Kursgeschichte läuft, im Donbass viel schneller vor als vorher.
weil das alles nach Kursk geschickt wurde. Ich habe jetzt aus privaten Quellen gehört, dass es in Kursk sehr blutig zugeht. Da wird also richtig, soll richtig hässlich sein. Aber unterm Strich ist es für die Russen eben insofern gut, weil blutig ist Krieg sowieso, aber da, wo sie eigentlich vorankommen wollen, nämlich im Donbass, da kommen sie voran. Und sie haben es in Kursk nach wie vor, das ist das, was ich, gut, ich ist jetzt auch schon 2 Monate her, dass ich da war, aber was ich da vor Ort gehört habe, und ich vermute, das stimmt immer noch, ist, sie haben es nicht eilig. Weil solange sie die Linie in Kursk mehr oder weniger halten, natürlich Druck machen, schickt die Ukraine immer mehr schönes, modernes Gerät nach, das im Donbass fehlt. Von daher, also es soll sehr blutig zugehen da. Das soll nicht schön sein für beide Seiten. Aber Krieg ist nie schön. Krieg ist immer blutig. Und für die Russen unterm Strich war es eine gute Sache. Die Ukraine hat ihre Front verlängert, dadurch ausgedünnt und holt aus dem Gebiet, wo es eigentlich wichtig ist, die besten Einheiten raus, um in Kursk eine Stellung zu halten und um den Westen zu erzeigen, guck mal, wir haben noch Chancen, gebt uns noch mehr Waffen, wenn wir keine Waffen kriegen, sind wir, ne? So. Es ist. Heißt das, die Russen wollen gar nicht, dass diese Kursk-Situation so schnell wie möglich bereinigt wird, sondern nutzen das aus zum zusätzlichen Abnützen der ukrainischen Streitkräfte? Das wird niemand offen sagen. Das wird auch in den russischen Medien niemand offen sagen. Aber Und es schon ist gar kein so. Politiker, weil du das nicht machen kannst, weil das für die Russen ein ganz böses Ding ist, dass da Ukrainer, ne, also dass irgendwer überhaupt in Russland einmarschiert ist. Und Und vor sei allem es nur 20 Kursk mit Kilometer dieser weg. historischen Panzerschlacht damals, die ja den Zweiten Weltkrieg dann gekippt hat, ne, in Richtung Ja, auch russische. das. Also für die Russen ist es ganz empfindlich, dass da die eigenen Zivilisten. Also für die Russen ist das sehr empfindlich. Politisch wird das keiner laut sagen. Aber militärisch ist es so. Ja, es ist alles ein bisschen gerade so auf Stillstand irgendwie, so diese Themen. Ich bin jetzt. Ja, wie gesagt, es bewegt sich nichts. Es ist keine Entscheidung, dass die US-Wahl vorbeigeht. Ja, genau. Es war Da ganz scheint extrem sich Montag, alles zu Dienstag. orientieren. Ja, Montag, Dienstag. Ich habe es wirklich, also jetzt hier Montag, Dienstag gesessen, durch die Nachrichten angehört. Ich denke, schreibe über irgendwas. Ich denke, nee, es passiert ja rein gar nichts mehr. Das war wirklich richtig Ruhe. Darum habe ich auch so den Artikel mit dem russischen Humor rausgehauen, weil irgendwas dachte ich, schreib's noch. Aber es war echt tote Hose. So, das würde ich sagen, war der erste Teil von Tacheles, ne? Vielen Dank schon mal dafür. Also für euch, die später dazugekommen seid, Thomas und ich besprechen ja heute so ein bisschen noch ein paar Tacheles-Sendungen, weil wir jetzt die Tacheles-Sendung am Donnerstag ausfallen lassen. Das heißt, ich stelle dem Thomas wie immer eine schlaue Frage, tu so, als würde ich mich auskennen, und er antwortet kompetent und tut so, wie wenn er sich auskennt. Gute Taktik. Das ist ein Gepäck erfolgreiches, eingeschädelt, wie das es früher ein hieß. erfolgreiches Konzept seit fast 6 Jahren. Ja, aber Robert, Zauberkünstler verraten nie ihre Tricks, ne? Das weißt du schon. Wer weiß, ob das überhaupt das Verraten war und ob es nicht wirklich genial ist, was wir machen, weißt du? Das kann ja auch sein, ne? Es Also, ist genial. so, jetzt pass auf. Also, Thomas, wir haben drei Artikel da aufliegen. Der erste ist hier Kriegspropaganda, warum die Meldung der NATO über 600.000 Russen seien gefallen oder verwundet falsch ist. Oh, da fallen wir jetzt wieder auf die Russenpropaganda ein, oder? Hilf uns. Nee, nicht wirklich. Also ich habe einfach mal geguckt, es gab ja die Meldung vor kurzem jetzt von NATO und so 600.000 Russen gefallen oder auch nicht und getötet oder verletzt. Auf jeden Fall ging das durch die Medien und sollte wieder mal Mut machen, dass es der Ukraine doch ganz gut geht, weil die angeblich sogar noch weniger Opfer hat. Und ich habe einfach in dem Artikel mal geguckt, es gibt nämlich durchaus realistische, in meinen Augen, vorsichtig, in meinen Augen realistische Angaben. Und die kann man auch ins Verhältnis setzen und dann bestätigen die sich gegenseitig. Das ist ganz interessant. Es gibt also zum Beispiel, und da muss ich jetzt sagen, BBC macht zur Abwechslung mal einen guten Job, das ist selten genug. Die BBC macht zusammen mit Mediasona, das ist eins von Chodorkowski, von dem Betrüger und ehemaligen Oligarchen finanziertes Medium russisches. Die machen eine gute Recherche und zwar zählen die irgendwie die Grabsteine in Russland, also tatsächlich die richtigen Toten. Haben sie 75.382 gefallene russische Soldaten gezählt. Die Zahl dürfte stimmen. Jetzt, also So. aktuell seit den letzten 2,5 Jahren, fast 3 Jahren. Ja, das ist, ja. Also das ist so die Zahl, die stimmen dürfte. Die schätzen dann auch hoch auf 120.000, aber das ist, ja, das ist wieder in die Luft gegriffen. Aber die 75.000 dürften stimmen. So, das ist schon mal nicht 600.000, ne? Das sehen wir schon mal klar. Und dann gibt es das russische Verteidigungsministerium mit seinen Meldungen. Jetzt kann man sagen, das ist Propaganda, aber nach meinen Erfahrungen sind die relativ zuverlässig. Die machen auch jeden Tag, geben sie eine Schätzung raus, wie viele Ukrainer gefallen sind.
Und dann gibt es eine russische Webseite, die das addiert. Und die meldet dann auf Vorsicht, auf Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 896.000 getötete oder gefallene Ukrainer. Nun muss man wissen, dass die Ukraine mehr Verluste haben muss als Russland. Die Ukraine hat ab 23 ihre sinnlose Offensive da durchgezogen, ist wie bekloppt angerannt und man muss kein Kriegsexperte sein, um zu wissen, dass der angreift, mehr Verluste hat. Es ist immer einfacher, sich zu verteidigen. Und die Ukraine ist der 23 gnadenlos angerannt und hat da enorm Leute verloren. Und dieses Jahr, auch das ist kein Militärgeheimnis, das kannst du sogar im Westen lesen, ist es so, dass die Ukraine massiv leidet, Personalmangel und auch Munitionsmangel. Das wird in der Ukraine gemeldet. Das heißt, auch jetzt sind die Verluste in der Ukraine höher, einfach deshalb, weil sie wahrscheinlich nur ein Zehntel der Artilleriegeschosse haben, der Russen. So, und jetzt muss man Folgendes sehen. Der russische Präsident hat mal gesagt, aktuell, die Zahl, das Verhältnis wäre etwa 1 zu 5. Und das passt plötzlich hervorragend zusammen, denn wenn wir zusammennehmen die 75.000 Gefallenen, die BBC meldet und sagen, da kommen nochmal 100.000 oder 120.000 Verletzte zu, das wäre eine realistische Quote, dann sind wir so bei knapp 200.000, die Russen an Verluste haben, tot oder verletzt. Und das wäre genau etwa ein Fünftel von dem, was das russische Verteidigungsministerium an ukrainischen Verlusten meldet. Man kann also über zwei gegenseitige Angaben, also BBC und Mediasona ist klar pro westlich, pro Kiew, wenn man der Zahlen nimmt und die des russischen Verteidigungsministeriums, kommt man auf eine Quote, die relativ gut zu dem passt, was eben auch geschätzt wird, wie die Quote der Verluste ist. Wie gesagt, es ist eine Milchmädchenrechnung, aber in meinen Augen ist es interessant, wenn man auf diese Weise es hinbekommt, dass sich die Zahlen der gegnerischen Parteien sogar in einer gewissen Form bestätigen. Also Fakt ist auf jeden Fall aber, dass es keinerlei Hinweise gibt, die diese 600.000 gefallenen russischen oder verwundeten russischen Soldaten bestätigen. Die gibt es einfach nicht. Das ist nur eine Angabe der NATO, Quellenangabe ist nicht. Und das Wir haben wird ja eben. schon oft drüber geredet, Thomas, so nach Motto, in der russischen Bevölkerung wird es ja auch als notwendiges Übel angesehen. Ich will es jetzt nicht mit Napoleon und Hitler vergleichen. Man wusste eben, wogegen man kämpft. Aber wenn ich mich richtig erinnere, die Zahl vom Afghanistan-Krieg damals in den, wann war das, 70er, 80er Jahren, 80er. 80ern, dann waren das 70.000 Tote. Wie wird denn das aufgenommen, dass quasi jetzt der Ukraine-Krieg die Opfer des damaligen Krieges, das ja auch eine ziemlich große Nummer war, überschritten hat. So ist es halt so nach dem Motto, geht nicht Gut. anders. Erstmal geht nicht anders. Zweitens, die Zahlen werden ja jetzt auch in Russland nicht groß breitgetreten. Das ist ja normal im Krieg, dass keine Seite gerne über ihre Verluste spricht. Ne? Nicht vergessen, Zelensky hat die einzige offizielle Zahl, die Zelensky mal gemeldet hat, war 35.000 Tote, irgendwie sowas. Das Von ist ja den völliger Quatsch. Ukrainern. Ja. Ist ja völliger Blödsinn. Ne? Das Land ist leer. Das Militär sagt offen, jeder General sagt in ukrainische Mikrofone, wir haben zu wenig Soldaten. Also niemand redet gern über seine Opfer. Das heißt, die Russen treten die Zahlen jetzt hier auch nicht breit. Aber wie gesagt, in Russland nimmt man das hin. Also es ist tatsächlich, die Russen wissen, für wie sie kämpfen. In Afghanistan, in der Sowjetunion, die wussten es nicht. Ja, Und das war warum jetzt wird nicht so, dann dass. von seitens des neuen Generalsekretärs Rutte von der NATO diese Zahl postuliert, damit man eben weiter Unterstützung im Westen generieren kann oder damit die Russen glauben, jetzt geht es uns aber mächtig an den Kragen? Was ist da das Spielchen? Ist klar, ist Ja, gut. Kriegspropaganda, ja, aber. Die Russen nehmen die westlichen Zahlen nicht ernst. Das ist wahrscheinlich eher wirklich für den Westen gedacht, eben in Richtung, ne? Es war ja parallel zu den Meldungen mit den nordkoreanischen Soldaten, die da jetzt irgendwo in Russland rumrennen. Das ist wahrscheinlich wieder, ne, diese übliche Serie der Ukraine, die hat noch Chancen, die Russen bluten aus, wir müssen weiter Waffen liefern. Ja, okay. Das kannst du ja nicht machen, wenn du sagst, naja, wir haben da 100.000 Russen erst und die Ukraine hat schon, weiß ich, eine halbe Million verloren. Ja, okay. So kriegst du keine Siegespropaganda hin. Das heißt, sie versuchen im Westen, ist ja für die Medien, ne, dass die Leute sehen, ja, die Russen sind ganz, ganz schlecht, nur durchhalten, wir müssen noch ein paar mehr Waffen liefern, noch ein paar Milliarden nach Kiew, das wird schon. Also das ist klassisch für die westliche Öffentlichkeit, weil die Russen, denen sind die NATO-Zahlen völlig egal, die glauben der NATO kein Wort. Also auch in der Öffentlichkeit nicht. Wie gesagt, die große Mehrheit in Russland unterstützt die Sache, nimmt das als notwendiges Übel hin.
Und der Vergleich eben mit Hitler und Napoleon ist nicht aus der Luft. Der wird in Russland gezogen, weil das Ziel des Westens, es gibt ja in Amerika auch diese Thinktanks, bezahlt von der US-Regierung, ne, die über die Dekolonisierung Russlands nachdenken, also die Zerschlagung Russlands als Staat. Das heißt, die Russen wissen, es geht um alles und von daher nehmen sie dieses Übel hin. Okay. Das ist so, also ich kenne jetzt, man kennt auch inzwischen durchaus Leute, die einen kennen, der einen verloren haben oder die einen kennen, der verwundet wurde. Das nimmt man hin. Das nimmt man tatsächlich hin. Das ist für die Familie natürlich schlimm, dann, ne, dann wird geweint und so, aber man nimmt es hin, tatsächlich doch. Es ist tatsächlich so. Also Thomas, das sind Zahlen, da wird einem schlecht, ne? Das ist eine derartige Blutmühle. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen überflüssig, das zu sagen, aber es ist ein derartig sinnloses Abschlachten. Und man kann nur hoffen, dass Trump heute Nacht durch die Ziellinie kommt, Das damit ist dieses sinnlose Abschlachten endlich aufhört. ja, das Trump der Think kriegt, da habe ich noch meine Zweifel. Also, da wäre ich mal ganz entspannt. Das ist in den transatlantischen Thinktanks gelegt. Die EU wird weiter unterstützen, selbst wenn die USA aussteigen. Trump wird das ist nett, dass er es sagt und die Russen freuen sich und würden sich freuen, wenn es so kommt. Aber dass der das wirklich schnell beenden kann. Die transatlantischen Netzwerke haben auch in der ersten Trump-Regierung wunderbar funktioniert. Und dass die EU jetzt bloß, weil Trump aufhört, dass die EU aufhört zu unterstützen, das glaube ich nicht. Das heißt, es wird so schnell nicht enden. Also Also in allen Ländern. ich glaube tatsächlich, dass einzelne Geschichte machen, einzelne Menschen Geschichte machen. Und in dem Falle glaube ich, dass Trump tatsächlich Wort hält und dass er erkennt, weil er Kaufmann ist, dass er erkennt, dass es sinnlos ist, dass da weiter zu investieren und dass das aufhört. Also Richtig. das ist ja die große Frage zwischen dem historischen Materialismus und dem Liberalismus. Wer macht Geschichte? Ist es die Klasse und sind es die Zustände oder ist es der Einzelne? Und ich glaube, dass doch Einzelne Geschichte Ja, machen. natürlich sind es Einzelne, aber das Problem ist ja, dass Trump das wollen kann, aber wenn die EU weitermacht, macht sie weiter. Und dann ist es nicht vorbei. Und Trump ist Die nur EU wichtig, wird dass nicht Trump weitermachen. Ohne Trump, wird ohne die sie. Amerikaner läuft Wird nichts. sie, wird sie, wird sie. Nein, Du wirst kann sie sie. nicht. Ja. Sinnlos. Die sind ja Wirst du schon, sehen. die sind doch Es schon, die ist, sind doch schon ausgeblutet. komm, Die haben doch es kein ist doch Geld mehr. schon, Weder komm. die Ja, Briten komm. noch die Deutschen haben irgendwann noch einen Pfennig übrig. Ja, das ist egal. Diese Nein, können sie das ist nicht. nicht egal. Doch, Es weil geht sie gerade darum, die. Doch, pass auf, wer noch Matthias. was Matthias, zuschussiert verschulden kann. ganz kurz. Die EU hat zwar 200 Milliarden russische Vermögenswerte, die benutzt sie gerade. Da ist noch Geld da. Also entspann dich, das wird weitergehen. Nein, Das wird ich weitergehen. entspanne mich überhaupt nicht. Du bist Ja, natürlich. ein russischer Berserker, du bist ein Unmensch. Ein Also ekliger Realist. Ein nein, ekliger du Realist. schmeißt da Hunderttausende von Leichen durch die Luft und ich bin völlig platt und erschlagen und bin kurz vor den Tränen. Nein, es ist jetzt wirklich im ganzen Ernst. Also es muss aufhören und wir hoffen Ja, jetzt da sind wirklich. wir uns ja alle einig, aber Wir trotzdem wird hoffen, die. dass Trump gewinnt, verdammt nochmal. Ja, das ist ja gut und schön, aber trotzdem wird die EU weitermachen, weil sie nach 200 Milliarden von den Russen hat. Das wird so einfach nicht gehen. Die EU Das ist ist leider so. pleite, mein Lieber. Die EU Ja, ist aber. pleite. Die EU gibt es schon längst nicht mehr. Wenn jetzt die Franzosen und den Deutschen das Geld ausgeht, da werden die anderen Staaten, die Empfängerstaaten, sich überlegen, macht es überhaupt noch Sinn, in der EU zu sein? Und dann wird sich das alles, wird sich dieser Spuk verflüchtigen. Und die korrupte Lady Macbeth, Ursula von der Leyen, wird plötzlich allein in ihrem Palast stehen und ihre Fahrbereitschaft hat sich abgemeldet und ist längst unterwegs nach, weiß ich, nach Italien oder so. So, Okay. also. Ich musste da ein Machtwort reden. Ja, das Alles kannst du ja Beste. machen. Wir sehen uns im halben Jahr. Thomas, ich möchte dich gerne in unsere Sendung einladen. Matussek und Reinhard, die machen wir ja auch alle 2 Wochen. Dann könnt ihr das weiter ausdiskutieren. Geil. Ja Ja, auf gut, jeden Fall sind wir. das brauchen wir nicht weiter diskutieren. Wir sehen das, wir werden das in 3, 4, 5 Monaten sehen. Die EU ist dabei, die 200 Milliarden russisches Vermögen dafür zu benutzen. Das wird die EU vernichten, das wird den Euro vernichten, weil sie das Vertrauen in Euro verbrennt. Natürlich, Aber ja, natürlich. aber das machen Kein sie ja Mensch schon. investiert noch in die EU, wenn die Nein, aber das Gelder ist beschlagnahmen. Was soll der Scheiß? ja, aber die EU kaputt machen ist denen doch egal.
Das machen sie doch schon. Sie haben die russischen Gelder schon angefasst und sind schon dabei, die Kredite zu geben. Das heißt, die EU wird weitermachen und wird das aus dem russischen Geld bezahlen. Und wenn der Trump nicht mitmacht, dann macht er nicht mit. Darum, das ist, du musst jetzt nicht den moralischen machen, wie schlimm 100.000 Tote sind. Ich war 16 Mal an der Front, ich habe die Scheiße gesehen. Ich weiß das auch ohne deine Hilfe. Ja, weiß ich. Weiß Ja, ich, also Thomas. von daher, Weiß das ich, Thomas. Es war jetzt ja. wohlfeil. Das Ja, weiß aber ich. das Moralisieren bringt nichts, weil die Ja. Politik unmoralisch ist. Ja. 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 Das Ja. ist nun Ja. mal so. Ja. Politik ist eklig. Ist Ihr habt ja Politik ist ein beide ekliges recht, Geschäft. ja. Aus unterschiedlichen Standpunkten heraus. Das eine ist halt eher so ein bisschen rational, nüchterne Analyse. Das andere ist halt einfach das menschliche, emotionale. Ich kann irgendwo beides total nachvollziehen. Es ist auch kein Widerspruch. Kommt halt einfach drauf an, wie man drauf blickt. Es kommt Aber. nicht mit diesem, es kommt nicht mit diesem liberalen Scheiß. Beide haben recht. Wir sind uns auf jeden Fall darin einig, dass Schlachten muss einfach Leute, aufhören. Ja, das Leute, geht lasst uns nicht. nach Pennsylvania gucken. Ja, Und was ist da zwar los in Pennsylvania? so Auch noch blau. 29% ausgezählt. Und es schrumpft. 53,4 für Harris, 45,7 für Trump. Bei mir sind es sogar So. schon weniger als 52 für Harris. Welcher Staat? Welcher 41%. Staat? Pennsylvania. Naja, ein Spruch, Euer Ehren, weil die gleichen dünnen Abstände haben wir in West Virginia, in Virginia und in North Carolina auch. Also da kann sich es genauso leicht in die andere Richtung drehen. Also ich habe gerade auf Fox gesehen, dass bei der 2020-Wahl in Pennsylvania auch zunächst der Biden haushoch geführt hat. Und dann haben sich die Linien gekreuzt und dann war Trump die ganze Zeit in Führung. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, Trump hat es dann auch denn geholt oder so. Also Pennsylvania ist sehr untypisch. Zunächst werden die Briefwahlstimmen ausgezählt und dann die Distrikte und so weiter. Und das ist irreführend, wenn man da aus der frühen Führung von Harris oder den Demokraten Schlüsse zieht auf das Endergebnis. Aber wenn wir vom Ist ausgehen, Donald Trump 241, dann kommt noch New Mexico, nee, den hat er schon, aber es kommt noch Arizona, es kommt noch Nevada, es kommt Utah, es kommt Idaho und es kommt Montana, dann ist er drüber. Ja. Also es bleibt spannend bis zur letzten Sekunde, weil solange wir nicht einen Auszählungsgrad von 99,9% haben, kann das immer noch in eine andere Richtung ziehen, in jedem Staat. Es kann auch sein, dass das Pennsylvania noch kippt auf die Trump-Seite. Also es ist wirklich unpredictable, wie man so schon sagt. Ja, Wie Pennsylvania viel ist ja sind noch ganz ausgezählt frisch. in Pennsylvania? Wie viel sind 33% ausgezählt? ausgezählt und der Unterschied zwischen beiden ist 4%. Ein Drittel Pennsylvania ist hat. ausgezählt. Was? Ein Drittel ist ausgezählt. Ja, ich sage In 33%. Pennsylvania. Also Philadelphia ist schon eingebucht. Und Pittsburgh auch. Ist ja witzig, da wird Allentown eingeblendet. Es ist eine der Städte, wo ich 2019 durch Zufall übernachtet habe, in Allentown. Mich hat einer am Wunderbar. Tresen gefragt, was machen Sie denn in Allentown? Warum sind Sie heute Nacht hier? Hier kommt doch niemand her. Und ich sage, ja, ich bin müde. Hier ist ein Hotel. Komm, ich erzähle jetzt auch mal eine lustige Geschichte aus Florida Ja, vom komm. falschen Springen. Und zwar vier aus unserem Club sind in Fallschirmurlaub nach Florida geflogen. Und da gibt es ja viele Dropzones, ich glaube so 12 oder so. Und dann waren sie auch irgendwo ganz im Süden an einer Dropzone. Und ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall, die leitet einer der absoluten Skydive-Stars. Der hat irgendwie so 20, 25.000 Sprünge, der Typ. Ist auch irgendwie schon so 60 Jahre alt oder so. Naja, und die kamen dann da abends an und haben dann ein Bierchen getrunken und haben dann beschlossen, dass sie am nächsten Tag nackt springen, Ach ja? du Ja, Scheiße. ihr wisst nackt springen, Oh, ne? 180 km/h. Wunderbares Bild. Da flattert alles. Ja, genau. Oma, da flattert Bob. alles. Und dann sind sie zum Chef von der Dropzone gegangen und haben gesagt, hör mal, hast du was dagegen, wenn wir morgen nackt springen und so? Und er so, pff. Mir doch egal, ihr könnt springen, wie ihr wollt. Ne? So, am nächsten Tag dann, erster Load, sind die hoch auf 4000 Meter.
So, Nicht und Nüten, sondern klein wie Haselnüsse. so, dann Tür aufgemacht, Exit, ne? Und die vier sind raus, nackt. Also nur Gurtzeug, sonst nichts an. So, und dann macht er die Tür wieder zu und die anderen gucken ihn so an, immer, was ist los? Wir wollen auch. Und er sagt, ja, wir fliegen jetzt zur Dropzone. Die springen über der Stadt. Ja, sehr geil. So geil. Pass auf. Und die haben mir das hinterher erzählt, ne? Die sind dann irgendwie raus, haben dann ihre Formation und haben dann so geguckt und denken, Scheiße, wo sind wir hier? Ne? Und dann sind sie irgendwo auf sicher gelandet und kamen dann so eine Stunde später mit dem Taxi wieder an die Dropzone und hatten so ihre Schirme so um ihre Scham gehüllt. Aber die Dinger waren noch dran, oder wie? Ja, war alles dran Und der noch. Pilot, der hat von denen dann Dresche gekriegt, oder wie? Nein, Ja, nein, hör mal, ey. nein. Was für eine geile Story. Absolut. Hey, jetzt, Thomas, da wir ja quasi auch auf die Endlinie zulaufen, machen wir doch noch die zwei anderen Artikel. Und zwar zum einen hier haben wir da diesen. Ah, lasst uns doch mal fröhliches Bilderraten machen. Mal gucken, ob ihr die Leute alle erkennt, die wir da eingeblendet haben. Die Älteren unter uns, ja. Also ich kann mithalten mit Clark Genscher, dann ist es Monsieur de Maizière, dann das ist Shevardnadze und das da ist Schwarze. Baker. Und das muss der Engländer sein, glaube ich. Aber die. Haig war das. Haig war das, Hurt, glaube ich. darf es hört, oder? Nee, Haig. War das nicht Haig? Was weiß ich. Die beiden kann Haig ich nicht. waren Amerikaner. Das ist Douglas Hurt, der Außenminister der Briten. Ja, Okay, das war Douglas der. Hurt. Ja, kann sein. Und den kenne ich nicht. Das weiß ich auch nicht Das muss mehr. der Franzose sein. Der hatte auch irgendeinen Namen. Auf jeden Fall ist das jetzt fast 35 Jahre her, 34 Jahre, als die Ja. Herrschaften das da beschlossen haben. Und dann geht es um den 2+4-Vertrag. Und der Ja. sagt, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR nichts NATO-Truppen. Und wir haben ja Ja. jetzt ein Ja. maritimes Hauptquartier, ein deutsches maritimes Hauptquartier, das die Tagesschau als NATO-Quartier gemeldet hat, bis es irgendwann irgendjemand aufgefallen ist, oh Scheiße, wenn wir da sagen NATO-Quartier, dann ist es ja offiziell gegen den 2+4-Vertrag. Und dann gab es eine Ja. Änderung, Thomas. Was ging da ab? Ja, also der Witz ist nochmal, nur für alle, um es zu begreifen, womit uns die Politik und vor allem auch die Medien verarschen. Im 2+4-Vertrag gibt es Artikel 5, der hat drei Absätze. Und die behaupten jetzt die Medien allen Ernstes, ja, das wäre nur bis 94 gewesen, dass in der DDR keine ausländischen Truppen stationiert werden. Das ist gelogen. Artikel 5 Absatz 3 endet unmissverständlich mit dem Satz: Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands, also DDR, ehemalige, weder stationiert noch verlegt. Die dürfen da nicht Ja. hin, nicht mehr übernachten. So, Ja. ganz völlig zweifelsfrei. Und das ist auch eigentlich allen bekannt. Was ich spannend fand an dieser Geschichte, ich bin darauf gestoßen über einen Artikel, Ehre, wem Ehre gebührt, von Norbert Hering. Der hat nämlich gesehen, wie der Spiegel damit umgegangen ist, weil der hat auch irgendwie dann zuerst geschrieben, also zuerst hieß die Einladung vom Spiegelartikel, es ging um Folgendes: Russland protestiert, lädt den Botschafter den Deutschen vor und der Spiegel schreibt dann darüber: Aus Protest gegen die Einweihung des maritimen NATO-Hauptquartiers in Rostock hat die russische Regierung den deutschen Botschafter vorgeladen. So, dann haben sie im Spiegel gemerkt, shit, das geht ja gar nicht, dürfen wir nicht. Und dann haben sie nicht, wie sie sonst tun, der Spiegel lernt dazu, du kannst ja im Internetarchiv einen Artikel rückverfolgen, wenn sie ihn verändern. Die haben also Irre. eiskalt den Irre. Spiegelartikel nicht nur verändert, sondern ihn neu veröffentlicht unter einer neuen Internetadresse. Das heißt, die alte Version kannst du nur finden, wenn du den richtigen, kompletten Link hast. Also die Wahnsinn. Beschissversion, wie der Spiegel die Leute belügt, hat eine neue Dimension erreicht. Früher war es sehr leicht zu begreifen. Ne, gehst ins Archiv, kannst die Veränderung sehen. Jetzt machen sie eiskalt Neuveröffentlichung, damit diese Veränderungen nicht mehr zu sehen sind. Aber das ist noch nicht alles. Noch besser war der NDR. Der hat richtig gelogen. Der hat sich dann Experten geholt von der super transatlantischen Uni in Kiel. Das ist eine Hardcore-Uni. Und hat sich von denen Experten geholt, der dann wirklich allen Ernstes erzählt hat, es ist Zitat,
vom NDR, als war ein Faktencheck, ne? Faktencheck, damit wir wissen, was wir davon halten müssen. Russlands Kritik stützt sich auf den 2+4-Vertrag, bla bla bla. In Artikel 5, Zitat dieses sogenannten Experten, in Artikel 5 des Vertrages heißt es, dass bis zum Abzug der sowjetischen Truppen keine ausländischen Streitkräfte in Ostdeutschland stationiert werden dürfen, bis zum Abschluss der sowjetischen Truppen. So, dieser Abzug war 94 abgezogen und danach gilt das nicht mehr, sagt dieser Experte. Und dann sagt er noch, das könnte ja jeder ruhig selbst mal nachlesen und das kann man mal tun. Und wenn man das dann nachliest, stellt man fest, der Typ lügt. Also man muss den Vertrag nur lesen. Er beruft sich auf Artikel 1 auf Absatz 1 von Artikel 5 und da steht das nicht drin, was er behauptet. Das ist also offen gelogen, im Ende als Faktencheck bezeichnet. Das ist schon mal sehr hübsch. Wahnsinn. Und übrigens auch die NATO weiß, dass sie lügt, denn die hat eine Pressemeldung veröffentlicht zu der Geschichte in Rostock und dann auch geschrieben, ne, im Zuge der Anpassung der Kommandostruktur hat die NATO beschlossen und so weiter. Also auch die NATO hat veröffentlicht in der Pressemeldung, das ist ein NATO-Stützpunkt. Und als die NATO gemerkt hat, dass das dumm war, haben sie das Ding gelöscht. Findest du auch immer so ein Ja, also das ist eigentlich der Sinn. Ich will jetzt hier nicht drauf eingehen, wie gesagt, dass das alles ein Bruch des 2+4-Vertrages ist, das ist völlig klar. Aber ich finde es geil, wie die Medien und sogar die NATO, Bundesregierung sowieso, bei dem Thema lügen und wenn sie dann zudreist lügen, wie sie das inzwischen so verstecken, dass man es wirklich nicht mehr findet. Weil eine gelöschte Pressemeldung der NATO findest du ja im Internetarchiv auch nur, wenn du die genaue Internetadresse kennst. Also es ist kackfrech, was die machen. Und das bedeutet, wenn sie schon so einen Aufwand betreiben, um hier rumzulügen, dass sie wissen, dass sie lügen. Also all das, was man aus Berlin hört, vom Bundesverteidigungsministerium, von den deutschen Medien, die wissen, dass sie lügen. Ja, ja. Zeigen diese Sachen ganz deutlich auf. Also von daher, ja, das war eigentlich der Kern der Geschichte, worum es hier in diesem Artikel geht. Man weiß in Berlin und in den Reaktionen, dass sie lügen, dass sie den Vertrag brechen. Und sie belügen die Menschen offen, indem sie, wenn sie allzu ehrlich waren, ihre Artikel einfach löschen. Mhm. Muss man auch immer drauf kommen. Es ist neu, es ist also wirklich, ich beobachte den Spiegel jetzt. Nein, das ist Orwell. Man vernichtet die Vergangenheit, man schreibt um und... Ja, das haben sie immer gemacht. Aber der spannende Teil ist, es gibt das Internetarchiv. Ich bin da viel unterwegs, weil ich mir immer Sachen angucke, wie sich die Artikel entwickeln. Dadurch, dass sie jetzt neu veröffentlichen unter einem neuen Link, kannst du die Historie nicht mehr sehen. Das ist eine neue Dimension von Beschiss. Das ist der Totalitarismus, nennt man das. Ich habe gerade geguckt, es gibt jetzt gerade keine neuen Entwicklungen, oder Bernhard, hast du irgendwas Neues Doch. Gesehen? Was gibt es Neues? Es gibt neue Entwicklungen, weil es geht jetzt um 5 Staaten und wenn der Trump 4 dieser 5 Staaten holt, dann ist er durch. Ja, was für Staaten waren das, die Mountains da? Ja, also das, was interessant ist, ist ja Iowa. Iowa ist ja von jeher eigentlich zutiefst republikanisch und das ist jetzt die ganze Zeit schon blau. Und zwar mit 51-47%. Wenn dieses blöde Iowa nicht wäre, dann würde ich jetzt erklären, Trump müsste eigentlich durch sein. Allerdings, wenn das Iowa kippt, dann hat er genau einen Wahlmann zu wenig. Nach meiner jetzigen Hochschätzung aus dem Bauchgefühl heraus und nach den Daten, die ich bis jetzt habe. Ich würde aber vorschlagen, wir warten noch 5 Minuten, weil in 3 Minuten machen die nächsten Wahllokale zu. Okay, okay. Dann, guter dann Stichpunkt. Kriegen wir hier noch neue Zahlen und dann können wir jetzt beginnen. Okay, und dann nutzen wir die Gelegenheit für den letzten Artikel, den wir für unsere Tacheles Special ausgesucht haben. Thomas, das ist dieser hier. Und zwar geht es um die Kommissionspräsidentin persönlich im Austausch gegen Kredite übergibt Kiew der EU seine Rüstungsindustrie. Hui, was ist da denn los? Du schreibst, die EU will den geplanten 35 Milliarden Kredit an die Ukraine, der aus den Einnahmen aus den in der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerten zurückgezahlt werden soll, nutzen, um die Kontrolle über die ukrainische Rüstungsindustrie zu erlangen. Ja, Sabalot. Das ist ja mal ein Ding hier. Und das ist aber genau das, weshalb wir eben diese emotionale Diskussion hatten. Weil es nichts bringt, dass Trump gewinnt für die Ukraine. Es bringt gar nichts. Und zwar, die EU hat ja beschlossen, also die G7 haben beschlossen, sie geben der Ukraine 50 Milliarden Dollar Kredit. Und zwar rückzahlbar aus den russischen Vermögenswerten. Der Beschluss steht. Die EU will dazu 35 Milliarden beitragen. Also die Briten, die Kanadier und die Amis auch noch irgendwas.
Und die EU macht da gerade die Verträge für fertig. Und da gibt es eben die Regulierung 2024, 27, 73. Klingt so, heißt so. Und die muss man lesen. Die ist mir interessant. Bisher hieß es immer, als Bedingung für die Kredite muss die Ukraine so das Übliche, ne? Fortschritte bei Menschenrechten, Pressefreiheit, Minderheitenschutz, was die so immer reinschreiben und nicht ernst meinen. Und jetzt steht aber in der EU-Regulierung dazu plötzlich was von einem Memorandum of Understanding, also einer Übereinkunft. Und die schreibt, ich habe sie hier wörtlich zitiert, dass die Bedingung, die die EU jetzt stellt, eine Zusammenarbeit der Ukraine bei Sanierung und Wiederaufbau und der Modernisierung der ukrainischen Verteidigungsindustrie ist. Und zwar im Einklang mit den Zielen der Programme der EU. Das heißt, was die EU jetzt macht, ist, sie nimmt sich die Kontrolle über die ukrainische Rüstungsindustrie, die ist bisher staatlich, und übernimmt im Grunde damit auch die Kontrolle über die Ukraine. Also, ne, Brüssel natürlich von Washington geleitet, egal, aber das ist das, was in EU-Gesetzen drinsteht. Das ist ein EU-Gesetz. Das Memorandum of Understanding wird noch ausgearbeitet. Da kann noch mehr drinstehen am Ende. Aber es waren schon die Leute, die sich auskennen, waren sehr überrascht, weil bisher hieß es nur mal Menschenrechte und Demokratie. Jetzt plötzlich Verteidigungsindustrie. Das ist das, was ja Ursula von der Leyen will. Die will ja generell die europäische Verteidigungsindustrie nach Brüssel holen. Die Kontrolle darüber. Dafür gibt es ja jetzt zum ersten Mal auch einen Verteidigungskommissar in der neuen EU-Kommission. Und das ist das. Aber Thomas, das sind alles, ist eine gute Nein, lass mich Nachricht. mal ausreden. Lass mich mal bitte ausreden. Ist eine Lass mich mal gute bitte ausreden. Nachricht für die Ukraine, meine ich. Nein, lass mich mal ausreden. Es ist keine gute Nachricht für die Ukraine, weil Doch. das bedeutet. Was die EU Jetzt. anfasst, geht schief. Ja? Ja, komm, jetzt Lauter lass den Idioten. Ideo, lass doch mal bitte mich ausreden. Es wäre sehr Nein. lieb. Dann brauchen wir es nicht machen. Weil der Punkt ist folgender. Der Punkt ist folgender: Schiefgehen oder nicht, die EU hat das Geld und sie bezahlt das aus den russischen Vermögenswerten. Und das können die an die Wand fahren und das Geld geht natürlich am Ende in die Rüstungskonzerne. Aber mit diesem Geld kannst du den Krieg weiterführen, auch wenn die Amis nicht dabei sind. Die Ukraine kann sowieso nicht gewinnen, ob die Amerikaner dabei sind oder nicht. Aber es wird weitergehen. Ein Trump kann überhaupt nichts machen, weil diese Beschlüsse wurden gefasst vor Trumps Amtsantritt. Sie gelten für die gesamten G7-Staaten, sie gelten für die EU, sie gelten, haben sich angeschlossen, ja, Kanada, Großbritannien sind G7. Das heißt, sie haben sehr geschickt vor der Wahl die Weichen gestellt, die Trump nicht wieder umstellen kann. Ja, das Und hast du dieses jetzt zum Geld wird dritten Mal fließen. Und gesagt. das sind 200 Milliarden. Und 200 Milliarden ist das, was die Ukraine in 200 Jahren bekommen hat. Und die EU stellt das nochmal zur Verfügung. Aus russischem Geld. Das hast Das du ist jetzt zum dritten Mal gesagt und ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube Musst du ja trotzdem, nicht. alles, was die EU-Bürokratie anfasst, geht in die Binsen, geht schief. Na gut, das ist ja alles gut und schön. Erstmal wird die Hälfte der Gelder versickert und die andere Hälfte wird für Unsinn ausgegeben. Also was immer die EU an sich reißt, geht schief. Und ich glaube nach wie vor, dass die Ukraine ohne amerikanische Unterstützung kein Stich hat. Kein Stich. Die Ukraine hat auch mit amerikanischer Unterstützung keinen Stich. Sie verliert ja auch mit amerikanischer Unterstützung. Darum geht es nicht. Es geht darum, Ja, darum geht es, dass sie verliert. das Ziel ist, die Ukraine soll nur benutzt werden, um Russland zu schwächen. Der Krieg soll weitergehen. Die Ukraine ist allen völlig egal, die wird vernichtet. Und sie haben noch 200 Milliarden. Und wenn 100 Milliarden davon versickern vielleicht sogar mehr, reicht das, um den Krieg noch ein Jahr weiterzuführen. Der Krieg ist mit Trump nicht vorbei. Und Thomas, das du musst du jetzt, widersprichst dir und das selber. musst du Du nicht sagst auf der glauben. einen Seite. Das musst du nicht, hab doch mal die Gnade, mich ausreden zu lassen. Das musst du nicht glauben. Wir sind hier nicht in der Kirche, wo wir das glauben. Lies bitte die EU-Gesetze nach, das steht da drin. Wir reden nicht über Glauben, wir reden über beschlossene Fakten. Wie heißt dein Buch nochmal? Welches von den vielen? Nein, das ist über die Ukraine. Da habe ich auch zwei. Ukraine-Kartell. Biden und Ukraine, ja, Biden und Ukraine, ja. Ja, das ist Ukraine-Kartell. Ja. Ne, das wollte ich nur noch mal wiederholen und betonen, dass man das lesen sollte. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Ukraine ohne die amerikanische Unterstützung und den Willen, den moralischen Willen der Amerikaner, sozusagen diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen, also wenn dieser interventionistische Impuls plötzlich wegfällt, wird die Ukraine sehr schnell an den Verhandlungstisch gehen. Pass auf, wir können das kurz machen. Robert hat damit Erfahrung. Ich biete dir eine Wette an, eine gute Flasche Rum. Und Stichtag machen wir 1. März. Wenn Trump die Wahl gewinnt und der Krieg am 1. März
2025 vorbei ist in der Ukraine, kriegst du von mir eine Flasche rum. Wenn nicht, kriege ich von dir eine. So ganz einfach. Müssen wir nicht lange diskutieren. Kubanischen Rum, ja? Ja, einen guten karibischen, ja. Gut. Gilt die Wette? Top, die Wette gilt. Das ist jetzt aktenkundig. Jawohl. So, aktenkundig ist. Also zur Wiederholung: Wenn Trump gewinnt, gilt die Wette. Wenn er nicht gewinnt, nicht. 1. März, Stichtag. Ist der Krieg vorbei? Schuldig dir eine Flasche. Ist er nicht vorbei? Du mir. Trump hat jetzt 198. Ja, ja, und vor allen Dingen hat sich in Pennsylvania das Fähnchen gedreht. Ja, ist plötzlich. Ah, siehst du wohl? Ich sag ja, wenn er 4 von 5 Staaten holt, dann sind wir durch, mit oder ohne Iowa. Und ich habe das Hintergrundbild gewechselt. Ich wage die Prognose, dass Trump durch ist. Okay. Und bin damit schneller als jeder Fernsehsender, weil weder Fox noch sonst irgendjemand sich jetzt geoutet haben. Ich sage, Trump macht das Rennen. Also so, Leute, Pennsylvania, 44% ausgezählt. 44% ausgezählt. Unterschied 0,3%, da ist nichts gemacht. Nee, da ist noch nichts gemacht, aber Arizona schaut gut aus. Ja, schon wieder blau. Könnte kippen. was sehr stabil ist, das ist North Carolina und Georgia. Und damit wäre er eigentlich durch, es sei denn, Iowa kippt. Und wenn er Virginia auch noch holt, dann hat er es sicher. Wo ist das? Also ich erinnere daran, wir haben so eine Sendung gemacht vor 4 Jahren. Heute vor 4 Jahren haben wir gesessen in einer ähnlichen Zusammensetzung. Und wir haben, ich glaube, morgens um 5:30 die Sendung beendet mit den Worten, es wird langweilig, Trump hat gewonnen. Genau, da kenne ich noch jemanden, der sich damals auch verplappert hat. Ich habe auch gesagt, Habemus, Papam, aber habe mich genauso getäuscht. Aber diesmal traue ich mich wieder als Erster raus und ich sage, Trump ist durch. Habemus, Papam, Hademus, Trumpam. Weiß er auch. Habemus, Trumpam. Trumps. Geiler Titel für die nächste Sendung, Habemus, Trumpam. Ja, muss man merken. So, Thomas, servus, dann bist du mal wieder hier, lange nicht gesehen und einen Tag später, wir hatten ja am Schluss unserer Wahlsendung noch kein wirkliches Ergebnis, es war zwar schon eine Tendenz sichtbar, aber jetzt ist es klar, Trump wird der neue Präsident, President-elect, und auch die Frau Harris hat gestern Abend zu ihren Anhängern gesprochen und gesagt, ja, also hat nicht geklappt. Nimmst du es jetzt an, die Wahl? Glaubst du jetzt auch, dass Trump der nächste Präsident wird? So langsam. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, welche Tricks noch kommen können, aber ja, es sieht so aus, als du wolltest mir nicht wetten, du hättest jetzt die Flasche rum zurückgekriegt. Ich trinke ja so viel rum, weißt du, das ist ja sehr viel Motivation. Den kann man auch ganz zwischendurch 2 Jahre stehen lassen. Aber egal. Na, also auf jeden Fall, ja, das scheine ich hier wahrscheinlich wirklich falsch gelegen zu haben. Ob die jetzt nicht betrogen haben oder ob der Wahl so überwältigend war, dass das nicht mehr geht. Du kannst ja bei Wahlbetrug nur sehr begrenzt etwas tun. Also man kann bei Wahlbetrug, was ich, 3, 4, 5, 6% bescheißen, aber wenn es mehr wird, ist es zu offensichtlich und dann geht es auch nicht mehr. Sei dahingestellt, offensichtlich ist das geworden. Mhm. Ja, wie ist jetzt da die Reaktion in Russland, wie ich gelesen habe? Ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat, ob Peskov oder Medvedev. Gratuliert wird da nicht, weil Russland Amerika nach wie vor sehr kritisch sieht. Ja, das hat Peskov gleich gesagt. Peskov Putin gratuliert nicht, weil, also Peskov ist Kreml-Sprecher und der hat gesagt, nö, Putin gratuliert nicht. Amerika ist ein unfreundliches Land, das de facto einen Krieg gegen Russland führt in der Ukraine. Da gibt es keinen Grund zu gratulieren. Und die Politik von Trump, die werden sie dann beurteilen, wenn er im Amt ist, und zwar an konkreten Schritten. Mhm. Also, da lag ich richtig in der Wahlsendung. Den Russen ist das wurscht, was in Amerika passiert, wer da gewinnt. Die glauben nicht, dass sich die Politik ändert und die glauben auch nicht mehr an schöne Worte. Das muss jetzt Taten folgen oder gar nichts. Also Russland geht jetzt nicht davon aus, oder vielmehr die russische Regierung geht jetzt nicht davon aus, dass jetzt plötzlich eitel Sonnenschein ist und das tun wir mal so, wie wenn alles vergessen wäre. Ja, nee, diese ganze Trump-Hype ist ja übertrieben. Ne? Also sowohl bei euch, wenn die jetzt alle sagen, die Welt geht unter, ihr habt schon 4 Jahre Trump hinter euch, die Welt ist nicht untergegangen, wird sie auch diesmal nicht. Wenn ihr nicht gerade im Nahen Osten lebt, aber... Und in Russland auch nicht. Trump hat mehr Sanktionen eingeführt als Obama. Das heißt, außer schönen Worte ist nichts gewesen. Die Taten waren das Gegenteil. Und die Russen erwarten da nichts. Gut, tendenziell kann es sein, dass die Unterstützung für die Ukraine runtergefahren wird. Trump wird sich vielleicht mehr auf China konzentrieren, aber die Russen haben da keine großen Erwartungen. Also auch wenn du mit den Leuten sprichst. Das und ist den Russen relativ wurscht. Du bist nach wie vor der Meinung, dass der Herr Matusek dir dann eine Flasche rumschuldet irgendwann ab 1. März? Das müssen wir gucken. Also ich glaube nicht, dass die Ukraine so schnell endet. Das würde mich jetzt wirklich wundern. Wie gesagt, ich habe es in der Sendung erklärt, das gibt ein EU-Gesetz, das auch nicht von der EU, sondern von den G7 eigentlich kommt,
das sagt, die russischen Vermögenswerte sollen für Kiew verwendet werden. Das sind jetzt noch mal mindestens 30 bis 50 Milliarden, die da kommen. Damit kann man noch ein halbes Jahr Krieg führen. So, das heißt, dass das zum März endet, glaube ich nicht. Auch da kann ich, wenn man die Ukraine komplett ausblutet, das kann auch morgen zu Ende sein. Jederzeit kann es sein, dass die ukrainische Front zusammenbricht und dann ist Feierabend. Dann würde ich auch damit falsch liegen. Aber wenn die Ukraine-Front irgendwie gehalten werden kann, mit irgendwelchen Mitteln, die hauen noch Geld raus, dieses Gesetz ist da und dadurch, dass Trump an die Macht kommt, wird die EU das Gesetz nicht ändern. Die EU ist ja nun nicht der Verein, der Trump folgt. Also von daher habe ich als Datum eben festgelegt, 1. März. Da bin ich Matusek entgegengekommen. Ich hätte auch sagen können, 1. Februar, ne? Also eine Woche nach Amtseinführung. Aber gut, ich glaube, so schnell geht es nicht. Also, aber kann ich falsch liegen. Ne? Also, aber das Gesetz der EU ist da, die müssten es abwenden. Die EU müsste jetzt sagen, oder die G7 müssten sagen, wir nehmen den Beschluss zurück. So, und ob das kommt und schnell kommt, weiß ich nicht. Also es ist offiziell, Habemus Trumpam, geiler Titel, nehme ich gerne auf aus der Sendung. Was heißt es jetzt dann für die noch verbleibende Administration? Das ist ja dann der Begriff Lame Duck, lahme Ente, also noch lahmere Ente, wie sowieso schon. Was ist jetzt noch zu erwarten bis Januar, bis 20. Januar? Wird da jetzt nochmal, werden da Nägel mit Köpfen geschaffen und noch viel Geld Richtung Ukraine geschafft oder die halbe Welt angezündet? Was denkst du? Ja, ganz, ganz aktuell. Gerade eben heute schon gemeldet, also Donnerstag nehmen wir dieses Ding hier noch auf. Gerade eben schon gemeldet, die USA, Biden gibt nochmal 6 Milliarden frei, da auch nochmal alles raus in die Ukraine, was geht. Ja, also jetzt nochmal ganz schnell alles raus, fallende Tatsachen schaffen, Trumps Staat so weit wie möglich behindern. Die werden sich noch vieles ausdenken, was sie schnell noch durchpeitschen, wo Trump damit zu kämpfen hat hinterher, weil es eben schon beschlossen ist und vielleicht schon ausgezahlt ist, das Geld weg. Also, die haben jetzt gesagt, die wollen irgendwie 4 Milliarden aus Beständen des Pentagon raushauen, direkt liefern, was da ist, und 2 Milliarden auf Aufträge an die Rüstungsindustrie auch noch für die Ukraine, 6 Milliarden noch raus. Also, ne, so am Ende kann man da nochmal richtig Theater machen, lahme Ente, nur sehr bedingt. Sie können der neuen Regierung schon noch Krüppel zwischen die Beine werfen. Eine Frage noch zur vielleicht neuen Regierung von Trump. Es kommen erste Namen hoch. Tucker Carlson wird gehandelt, ganz sicher sogar Robert F. Kennedy Jr., der das Gesundheitsministerium wohl irgendwie auf Vordermann bringen soll. Auch Elon Musk wird hier als Effizienzmacher gehandelt. Was denkst du denn jetzt, was da personell kommt und vor allem auch nochmal im Hinblick auf die letzte Amtszeit von ihm, wo sie ja von Anfang an dann die Leute weggeschossen haben politisch? Was ist da zu erwarten? Warten wir es ab. Ist mir zu früh. Es wird auch schon Cruz als Außenminister gehandelt. Das wäre zum Beispiel ein radikaler Antirusse. Ted Cruz? Ja, wird als Außenminister gerade gemeldet. Möglicher Kandidat. Also ist mir noch zu früh. Wir sind jetzt einen Tag nach der Wahl. Ist mir zu früh, da was zu sagen. Die Frage ist jetzt, kann es Trump, was ich in der Sendung auch schon gesagt habe, in der Wahlsendung, gelingt es ihm, wirklich, weiß ich, 60.000 Köpfe in den ganzen Behörden auszutauschen, damit der tiefe Staat ihm nicht wieder in die Karre fährt? Ist mir viel zu früh. Ist mir viel zu früh, dazu irgendwas zu sagen. Da warten wir mal ganz in Ruhe, ganz entspannt ab bis Januar. Irgendwann Mitte Januar wird man sehen, wohin es geht, wenn dann wirklich die Machtübergabe läuft, hinter den Kulissen, also in Form von Jobs, dann wissen wir mehr. Zeit Online hat sich ja mit einem journalistischen Glanzstück hervorgetan, indem sie einfach mal eine ganz tolle Schlagzeile rausgebracht haben. F. Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage es jetzt extra nicht, ne? Als Anmerkung zur Wahl von Trump. Wie schätzt du das ein, um auch mal kurz den Bogen zur Innenpolitik zu schlagen? Du, das haben wir schon gehabt. Da wiederholt sich das die erste Amtszeit. Sie werden Trump verteufeln bis hinten raus, weil er eben gegen diesen ganzen Vogue-Agenda-Kram steht. Ja, sie werden ihn verteufeln. Also auch da werden nichts Neues erleben. Sie werden sich neue Geschichten ausdenken, warum Trump böse ist. Und das wird die gleiche Routine wie beim letzten Mal. Also gestern Nacht nach der ganzen langen Berichterstattung über die Wahl kam dann direkt im Anschluss bei Welt die Dokumentation über den 6. Januar 2021. Also es fing direkt an, okay, Trump ist es jetzt und dann, was bringen wir jetzt? Okay, wir bringen den Beitrag, wo ihn am maximal schlechtesten dastehen lässt. Also dachte ich mir dann auch, Alter, was habt ihr für Probleme in eurem Programm? Ja. Ja gut, das ist, wie gesagt, wundert mich nicht, wird so weitergehen. Ja, jetzt noch zwei Worte. Ihr habt keine Bundesregierung mehr, das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen, weil ich Die muss dich Ampel jetzt ist aus. abwürgen.
Ja, alles In klar. dieser Stelle eine kurze Entschuldigung an alle Anti-Spiegel-Leser. Ich komme heute nicht zum Schreiben, weil immer, wenn in Deutschland was passiert und eine geplatzte Regierung ist ja was passiert, ich muss jetzt von einem Stream zum anderen zu russischen Fernsehsendern, die alle von mir hören, was in Deutschland los ist. Ich mache Thomas, jetzt erklär den Russen mal Deutschland. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, gell? Alles Gute dir und Genau, alles, bis also bald, liebe ja. Grüße und so. Ja. Ich muss jetzt leider raus. Ja. Ja, die ist eh, wie gesagt, ist auch chaotisch. Wir können jetzt auch nicht viel Aktuelles erzählen, weil ist ganz gut, dass wir erst wieder in 2 Wochen kommen. Dann hat sich der Staub gelegt, dann ist auch was zu analysieren. Im Augenblick kann man nur sagen, ja, mal gucken. Thomas, Also von daher warten ich wir mal. danke dir, du bist released. Alles Gute, ciao. Ciao.